Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord 2. Heute mal ein Zuschauerwunsch. Ich hätte jetzt auch mal wieder Bock auf das Projekt, das mal wieder weiterzuführen. Ist jetzt kein neues Projekt, sondern ein fortgeführtes Projekt. Ja, wir haben es eine Weile jetzt lang nicht gespielt. Und ich denke mal, hier gibt es einiges aufzuholen. Wir waren das letzte Mal bei den Pandas gewesen. Ich habe das jetzt mal hier gestartet, weil im Video hat das letzte Mal die Audiodatei gefehlt. Jetzt ist alles mit dabei. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt wieder los und schauen mal, wie wir hier loslegen können. Und zwar wird der uns jetzt gleich jagen, wenn wir hier das hier zerstören. Wir sollten dieses Monster weiter mampfen lassen, Herr. Dieses hohe Gras scheint ihm zu schmecken. Ja, das ist das Problem. Die mögen das nicht so. Wenn wir so frech sind und das hier alles zerstören. Wir sollten hier mal abhauen. Ganz schnell. Hier kommt er zum Glück nicht durch. So. Wir kommen hier zum Glück ja auch nicht weiter. Hm? Deswegen werden wir auch hier nochmal durchgehen. So, und jetzt schauen wir mal, was hier oben ist. Ja, ich musste auch nochmal neu anfangen, da der letzte Spielstand hier leider... Ich habe Ihren Geruch schon beinahe vermisst. Seh doch, Herr. Immerhin ist er nicht dumm genug, euch anzugreifen. Das muss ein Verehrer sein. Weil es den letzten Spielstand leider geschrotet hat. Deswegen sind wir jetzt aber quasi wieder auf demselben Stand wie das letzte Mal. Ich glaube, ich sollte das lassen mit dem Babus. Na los, komm, mein Diggerchen. Den jagen wir jetzt einfach hier auf die andere Seite. Und können in aller Ruhe den Babus zerstören. Da kann er uns nichts anhaben. Vielleicht können die Grünen das Tier mit ihrem Tarnungsangriff überwältigen. Und das werden wir jetzt selbstverständlich auch anwenden. Die Grünen sind quasi die Assassine der Schergen. Schauen gleich mal, wie wir hier weiterkommen. Den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Such dem mal ein bisschen Platz zu machen. Böser Teddy. So. Haben wir zwar ein paar Leute verloren, aber es reicht immer noch aus, um hier einiges reißen zu können. Hier sind immer noch ein paar Schergen, die befreit werden müssen. Ein paar hatte ich ja schon befreit gehabt. So, jawohl. Fehlen nicht mehr viele. Ah, ich kriege mir gleich nochmal neue grüne Schergen mit raus. Das passt. Schauen wir uns gleich mal weiter um. Grünen Tempel-Ladies.
So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir... Lang lebe unsere Muttergöttin! Ja, hier was reißen können. Verlass diesen heiligen Ort. Aber irgendwie tut die Blume uns jetzt in dem Sinne nichts, ja? Für die Muttergöttin! Ah, Mensch. Da haben wir ein bisschen Besuch. Essen bedeutet Anbetung. Essen bedeutet Anbetung, ihr habt's gehört. So. Mein heiliges Fleisch nicht. Es ist so widerwärtig. Lang lebe unsere Muttergöttin. Na, die eine, die wird jetzt nicht mehr lang leben. Jagen die jetzt auch noch mal mit runter. Da haben wir beide ungefähr auf demselben Stand. Ne, die andere ist sogar schon fertig. Sehr gut. Da jagen wir jetzt die noch mal mit runter, dann hat sich das ganz erledigt. Sehr gut. Hier haben wir jetzt erstmal nichts weiter. Na gut, dann gehen wir mal weiter und schauen mal, was uns hier noch so erwartet. So. Immer mal drauf achten, ob hier noch irgendwo unsere Spinnwebenschergen sind. Die waren ja immer noch gefangen. Hm, sehr gut. Okay, das klappt wunderbar. Und da haben wir sogar noch einen Schergen. Noch ein einziger fehlt. Mal schauen, ob wir den finden werden. So. Aber ich glaube, es ist auch nicht mehr so weit, bis wir wieder zum Ausgang kommen. Darum dürfte der doch eigentlich gar nicht so weit versteckt sein, ne? Oh, ganz übersehen. Ach Mensch, ist er doch. Sehr gut, alle Schergen befreit. Na wunderbar, hat auch besser geklappt als gedacht. Na gut. Müsste man eigentlich bloß noch die Statue beiseite schieben, wenn ich mich recht erinnere. Bleiben meine anderen Leute alle. Gleich mal gucken, wo die alle bleiben. Mit zwei Leuten wird das nicht wirklich viel Sinn machen. Diese riesen Statue beiseite zu schieben. So, dann befreien wir erstmal die Mauer vom Grün. Entschuldigung. Und haben hier direkt wieder einen Magiestein, den wir nutzen können. Und ich glaube, hier war jetzt noch so ein Durchgang, ne?
Gucken wir gleich mal, wo wir das grüne Nest haben. Ihr habt den Nimbus-Zauber gefunden, Herr. Damit könnt ihr eure Schergen aufmöbeln oder euch selbst in eine tickende Bombe voll magischer Energie verwandeln. So, da geht's schon mal direkt hier rein. Weil drüben hatten wir ja jetzt alles erledigt gehabt. Da war jetzt nichts mehr da. Was für ein Anblick! Ich sollte dir einmal kräftig den Hintern versohlen, Gnarl. Da ist das Schloss, wo unser Nest hinkommt. So. Glaube ich, sollte hier erstmal speichern gehen. Ah, das können wir leider nicht machen. Merk schon. Wir werden wahrscheinlich hier rein müssen. So, da gucken wir mal. Hier werden wir, denke ich mal, viele, viele Grüne brauchen. Sehr gut. Die anderen müssen leider hier warten. Jetzt müsst ihr die Tarnfähigkeiten dieses Grünen optimal nutzen. Ich beneide euch wirklich nicht um euren Platz in diesem stinkenden Körper. Atmet durch den Mund, Herr. Immer doch, immer doch. Hier befinden sich ziemlich viele Wachen. Seltsam, was dort drinnen wohl vor sich geht. Ihr werdet es bald erfahren, Herr. Wenn sie euer Nest haben, müsst ihr euch Zugang verschaffen, indem ihr ein paar Köpfe einschlagt. Ich denke mal, das Nest, das war ja gleich mit hier, ne? Ach, hier ist es doch. Da ist das Nest. Das war ziemlich leicht. Jetzt müssen wir es nur irgendwie hinausbringen. Es ist zu groß für das Schergenloch. Ihr müsst zum Aufzug hinter den Toren gelangen. Nur auf diesem Weg können wir das Nest hinaustragen. Gleich mal alles zerstören. Ich denke mal, wir kriegen das jetzt sowieso erstmal nicht transportiert. Ist noch eine Schatzkiste, genau. So, hier müssen wir noch mal rein. Diese Gestalten wollen mir auch gar nicht gefallen. Haltet euch versteckt und bleibt diesen Strahlen fern. Eure Grünen können sich in den Gärten verstecken, damit sie nicht entdeckt werden. Sie lieben Büsche. So, gleich nochmal ein bisschen Gold sammeln hier. Ich habe auch noch keine Möbel und nichts gekauft, ne? Also es war wirklich bloß auf den alten Stand bringen. So. Zack. Ersten vernichtet. Also ihr seht, wir können ja enorm viel Gold sammeln. Okay, weiter geht's. Ah, hier ist gleich Besuch. Den werden wir so nicht kriegen.
Diese Dekorationsobjekte könnten bestimmt für Ablenkung sorgen. Niemand freut sich über einen Lichtangriff. So, jetzt gehen wir mal schnell hier hoch. Okay. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Sehr gut, Pater trotzdem erwischt. Wollten wir jetzt nicht ändern. Aber wir werden hier noch ein paar mit rauskriegen. Unser grünes Nest zurück. Das wird immer nur stückchenweise gehen. So. Ach, wir sind anscheinend ein vergesslicher Overlord. Geh zurück zum grünen Nest. Ich hab's doch. Die wäre also aus dem Weg. Billige Schlampe. Versucht uns unsere Männer zu nehmen. Ich suche mir einen Elfenliebhaber. Die wissen voluminösere Frauen zu schätzen. Ich bring den Wicht herein! Wichter haben kaum Magie und sind zu schwach für die Arena. Nutzlos, sie zu läutern, wenn du mich fragst. Was kommt nun? Das ist lächerlich. Ich habe keine magischen Kräfte. Die aufrechten Bürger des Kaiserreichs sagen das Gegenteil. Sie hat meinen Mann verhext, Statthalterin. Sie waren nicht verhext, ihnen war nur langweilig. Ich kann nichts dafür, wenn reiche Männer mich anziehend finden. Sie ist garantiert eine Hexe. Ruhe, bitte! Wir werden es gleich herausfinden. Ha, ich wusste es. Läutert sie, sofort. Halt! Dieses äußerst ungewöhnliche Exemplar möchte ich mir näher ansehen, bevor es reingewaschen wird. Euer Wächter, er irrt sich. Ich besitze keine Magie. Lasst mich gehen. Lasst mich los, ihr Tölpel. Denkt daran, erst das Nest, dann das Weibsstück. Ja, selbstverständlich. Gnal wollte sagen, du sollst dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Wenn ihr natürlich zufällig auf diese Gefangene des Kaiserreichs stoßt, könnte sie sich sicher als nützlich erweisen, was Informationen angeht, meine ich. So, wir machen hier direkt weiter. Genau. Das sind Wächtermeister. Anscheinend können sie magische Wesen ausfindig machen. Das ist nicht gut für uns. Ihr müsst sie ausschalten, damit wir das Nest holen können. Na, eigentlich mit dem kommen wir ja gut klar. Also das dürfte jetzt weniger ein Problem werden. Bloß ein bisschen Vorsicht an der Tagesordnung. Mal hier hoch. Und schon haben wir die ersten ausgeschalten. So, hier kommen wir sowieso nicht lang. Gut. Schauen wir mal, was hier noch so ist. Fällt natürlich überhaupt nicht auf, dass wir hinter dem die Tür öffnen, ne? Okay. Was haben wir hier Schönes? Nichts weiter. Gut. Was macht ihr denn? Gleich mal abbauen. Oh weia. Ich sehe aber schon, wir kriegen hier schon direkt wieder neue Schergen raus.
Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Die Burgeroberung, die bleibt nicht aus. Ich würde das aber gerne auf die nächste Folge verschieben, weil das kann noch ein bisschen dauern. Aber mit dem Schlosszimmer, mit dem Nest sind wir schon auf einem guten Weg. Seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, euer Paddy und ciao.